Hallo und recht herzlich willkommen hier auf Twitch bzw. dann später bei YouTube. Ich stehe auf der Euafrika. Die habe ich mir mal jetzt drauf gemacht und möchte mal eine Tour fahren. Und zwar diesen Road Connect, den es zur Road to Africa gibt. Also hier, das ist genau die Grenze, was neu hinzugekommen ist in der Euafrika mit dem Road Connect. Und hier, wo die 1 ist, dann kommen wir hier auf die Road to Africa. Und ich habe vor, bis nach Tripoli zu fahren. Das sind 746 Kilometer. Das heißt, es ist keine Autobahn. Und da brauchen wir schon ein bisschen länger dazu als normal. Wir haben morgens 6 Uhr. Bitte fahren Sie zur markierten Route. Stehen hier gerade in der Ausfahrt von einer Art Autohof. Wahrscheinlich. Ja, und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Licht haben wir an. Gang rein und Bremse los. Ja, Euafrika geht leider nicht in Verbindung mit der Markrap Map. Das heißt, hier ist die Markrap Map raus aus dem Profil. Man hat halt dafür dann die Euafrika von MX Trucker dann drauf. Hallo Volker, grüße dich. Demnächst biegen Sie links ab. So. Biegen Sie links ab. Das heißt, hier müssten wir auf den Road Connect zur Road to Africa kommen. Sehr schön. Anscheinend ist hier rechts vor links für den Mercedes. Ja, für die Leute, die jetzt das YouTube-Video gucken, sei gesagt, gerne mal bei mir auf Twitch vorbeischauen. Da streame ich nämlich jetzt gerade live. Beziehungsweise das Video ist aus einem Livestream. Und auch gerne den Discord von Daniel W. joinen. Da bekommt ihr nämlich immer die Nachricht, wann jemand online geht. Von Daniel oder von mir oder ob neue Videos erscheinen. Das seid ihr bestens informiert. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der nichts verpassen möchte. Die Links zum Discord findet ihr natürlich und auch zu Twitch findet ihr in der Videobeschreibung. So, erste Grenzkontrolle hier. Ja, gerne in den Livestreams unterhalte ich mich halt auch gerne dann mit den Leuten, die was schreiben. Also kommt gerne vorbei, seid herzlich willkommen. So, willkommen in Tunesien.
Ja, die EuAfrica hat ja auch einiges an unebenen Strecken zu bieten. Ich weiß nicht, ob wir hier, es fängt schon wieder an, ein bisschen rauer zu werden auf der Straße. Aber es gibt Flussdurchquerungen etc. Ja, also die ist schon anspruchsvoll zu fahren. Vor mir er schleicht. Gucken, ob wir irgendwann eine Überholmöglichkeit finden. Es kommen ständig Fahrzeuge. Hallo Martin, grüße dich. Heißt Beeilung und Gas geben, ne? Er bleibt schon stehen, das ist schön. Hat geklappt. Ich bin heute auf dem Road Connect zwischen der EuAfrica und der Road to Africa unterwegs. Das ist die neue Passage. Das sind 700 Kilometer nochmal Strecke und die verbindet die zwei Karten miteinander. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze so aussieht. Fahren heute dann bis Tripoli hoch. Ja, wie gesagt, die EuAfrica ist ja ein Paymod, also da muss man sich das Ganze dann, sag ich mal, kaufen. Also ist halt die Frage, wer das machen möchte. Und es funktioniert nicht mit der Markgrab-Map. Hallo Ronny. Ja, fahren wir an der Küste entlang, hier in Tunesien. Ja, die Gestaltung der Map ist eigentlich ganz schön gemacht. Ich zeige es auch gerne nochmals auf der Karte. Also das ist ja die EuAfrica, dieser Paymod. Und das hier ist die Strecke dann von Taleb
bis rein, wo ich markiert habe, die 1. Da kommen wir dann auf die Road to Africa und fahren dann bis Tripoli. Euch nicht stören, oben an der Gesamtkilometeranzahl, das ist ein Auftrag, den ich noch im Hintergrund sozusagen laufen habe. Gucken. Es sind ja auch einige Städte hier jetzt auf diesem Road Connect mit drauf. Ob die auch ganz schön gestaltet sind oder einfach jetzt nur sozusagen, dass wir eine Verbindung haben und sich doch ein bisschen abhebt von der anderen Map. Oder ob das wirklich vollwertiger Content hier ist, um zu fahren. Ah, der Katze geht's gut. Hat nur Angst vor Löwen. Aber ich habe ihr gesagt, es gibt keinen Löwen hier oben in Tunesien. Überrascht, wie gut die Straßenverhältnisse hier sind. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Also ich rechne hier damit, dass vielleicht auch noch mal eine Überraschung auf uns zukommt. Ist ja wirklich eine Highspeed-Strecke hier. Das ist die Rallye Paris-Dakar. Eine echte Rennstrecke. Oh, ich sehe gerade viel
Diesel haben wir auch nicht mehr im Tank. Wollen wir hoffen, dass hier nochmal eine Tankstelle auf den Weg kommt. Aber ihr seht es an dem Wimpel hier vorne im Führerhaus, dass die Strecke ist schon sehr unruhig. Auch wenn es eine Rennstrecke ist. Da vorne kommen wir auch jetzt schon wieder in den nächsten Ort, nächste Stadt hinein. Was ich auf dem Navi bislang gesehen habe, bin ich mal gespannt. Stadt heißt Tatooine. Ist das nicht irgendwie ein Planet bei Star Wars? Tatooine ist doch dieser Wüstenplanet bei Star Wars, oder? Täusche ich mich da? Ja, Ronny, vermutlich hast du recht. Nur Kanister am Straßenrand oder so 100 Liter Fässer, wo man rauszappen kann. Mit so einer Handpumpe. Ciao, willkommen bei Star Wars. Sind das die meistgesuchten Verbrecher hier? Alles Frauen. Also nehmt euch ab in Acht vor Frauen hier. Oh, hier hinten gibt es eine Tankstelle. Nehmen Sie am Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Da könnten wir eigentlich auch nochmal einen Abstecher machen. Nehmen Sie jetzt die Ausfahrt. Wird neu berechnet. Biegen Sie links ab. Wo soll man hier stehen? Oh. Da hinten ist die Straße zu Ende. Ah, die haben oberirdisch ihre Tanks. Das ist der Riesenkanister hier. Was richtig gut machen wollen, sperren wir jetzt erstmal die Straße hier ab. So. Dann satteln wir ab. Und vor allem nur mit der Zugmaschine zum Tanken. Brauchen wir nachher nicht so viel zu rangieren. So, 65 Cent der Liter Diesel. Können wir mal voll machen.
So, beim Rückwärtsfahren natürlich immer Warnblinker an. Ja, ein Snickers wirst du hier nicht mehr kriegen oder ein schönes Eis. Das war unsere Tankrechnung. Ja, in so verlassenen Gegenden kann man ruhig mal den Trailer einfach so stehen lassen, mitten auf der Straße. Bitte fahren Sie zur markierten Route. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Die Route wird neu berechnet. Also hier dürfen wir nicht rein. Einbahnstraße. Die Route wird neu berechnet. Hier war, glaube ich, nur Werkstatt. Bitte, wenn die Route wird neu berechnet. Also müssen wir mal gucken, wo wir hier wenden können. Wenn möglich, bitte wenden. Die Route wird neu berechnet. Die Route wird neu berechnet. Wenn möglich, bitte wenden. Die Route wird neu berechnet. Ja, Alexa. Die Route wird neu berechnet. Wir berechnen die Route neu. Wenn möglich, bitte wenden. Sagt uns wirklich, wir sollen in die Einbahnstraße rein. Für die Erkundung, würde ich sagen. Damit wir die Straße auch haben. Und vielleicht nehmen wir noch einen Strauß Blumen mit. Ah, hier gibt es dann auch das Eis dann, ne? Demnächst biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Wo soll ich hin? Rechts? Das ist doch falsch. Lass uns mal gucken. Ja, er will eigentlich, dass ich hier hochfahre. Ich will aber doch. Hat mir die Wegpunkte weggemacht. So. Bitte gut, dass wir nochmal geguckt haben. Route. Biegen Sie links ab. Ja. Nehmen jetzt, Sie am Kreis jetzt schiebe ich dein PKW da ein bisschen zur Seite. Gut. Weiter nehmen geht's. Nehmen Sie jetzt die Ausfahrt.
durch die Wüste von Tunesien. Der Streckenabschnitt lässt sich echt gut fahren. Bis am Anfang der Tour die Behinderung durch diesen langsamen LKW ist hier wirklich gar kein Problem, hier zügig voranzukommen. Eine Baustelle hier, wo wir nur 30 fahren dürfen. Was ich auch schon auf der Karte gesehen habe, ist dass hier mal jemand stand und hat eine Reifenpanne mit dem LKW gehabt und so 50, 100 Meter weiter lagen dann die Reifenteile dann zerborstet auf der Fahrbahn. Da war gerade nämlich am Rad wechseln. Also auch so kleine Gimmicks da mit drin auf der Karte, echt schön. Oh, Ronny. Hast du deine neue Seitenkonsole und Lenkradumbau? Okay. Ja, hoffe ich, dass das alles gleich problemlos klappt, weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als da umzubauen und dann festzustellen, ah, das passt einfach vorne und hinten nicht. Also drücke ich dir die Daumen, dass so wie du dir es wünschst, das Ganze auch vonstatten geht. Passiert ist. Und die nächste Stadt voraus. Baustelle im Ortseingang. Ui. Baustelle ist das nicht. Müssen ein Hütchen verschieben, das darf man. Ich wollte gerade sagen, rot-weißer Trailer. Das könnte einer von Daniel W. sein. Haben wir schon wieder eine Grenze hier?
sieht fast danach aus. Willkommen in Libyen. Die Begrüßungsfeuer aus der Tonnen auf diesem Marktplatz oder was es auch immer ist. Schräge finde ich auch sensationell. Nicht immer gerade Straßen, sondern auch mal wirklich so, dass man mal wie am Hang fährt. Das hat mal was anderes. Das kennt man so von anderen Karten fast kaum. Oh, der war auch ein bisschen schnell hier. In die Steinwand reingebrettert. Genau, die Feuertonne ist ein Schnellimbiss. Martin, du sollst arbeiten und nicht hier in den Livestream reinschauen. Das Ganze stelle ich auch noch bei YouTube hoch und du bist hiermit erwähnt und kannst dir heute Abend in Ruhe angucken. Biegen Sie links ab. Ja, ihr seht hier auf der Road Connect gibt es auch Firmen, wo man Ware
sich abholen kann oder anliefern muss. Zementfabrik im Hintergrund, glaube ich, war das. Oh, ich fahre auf der falschen Seite. Berg- und Talbahn. Ja, für den Windpark. So. Irgendwelche Röhren lagen da, glaube ich, an der Seite eben, wo wir vorbeigefahren sind. Ah, guck mal, hier hat es wieder gecrashed. Oh, der LKW auch involviert. Frau am Steuer. Das sind keine Vorurteile. Das war die Realität. Ja, die ist schön drumherum gefahren, die KI, ne? Mit dem Verkehr eben gerade bei diesem Unfall. Ja, das war aber auch, glaube ich, ein Verkehrsunfall, der auf der Karte integriert ist. Also das war jetzt nicht ein von der KI herbeigeführter Verkehrsunfall, sondern der war schon so, dass der dort stattfinden sollte. Damit man mal wieder von diesen Events was zu schauen hat. Wie nennt's SCS? Zufälligen Straßenereignis, glaube ich. So heißt es bei SCS. Jetzt geht's aber wirklich in die Wüste. Na, wenigstens haben wir hier so ein Stromkabel oder was es auch immer ist. Als Orientierung. Irgendwo muss das hier ankommen. Und es ruckelt schön im Lenkrad. Also Force Feedback hier. Eine gute Rückmeldung ans Lenkrad gibt das Ganze.
Hier vorne kommt der nächste Autohof. Hier könnte man, wenn man wollte, übernachten. Gibt es auch Frühstück gleich morgens am Obststand draußen. Hier steht mal ein Eimer mit dem Pylonhütchen. Ansonsten gibt es hier nur Wüste. Was passiert da? Reger Verkehr in der Wüste. Nicht euer Ernst. Die fahren da mit Buggys auf einem Rundkurs. Und das sind Zuschauer, die hier geparkt haben. Ja. So eine Offroad-Strecke. Hier ist ein Festival anscheinend. Sowas habe ich aber auch noch nicht erlebt. Wieder Baustelle. Gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Also ich muss sagen, der MAN auch Wüsten erprobt. Wolken ziehen auf. Ich hoffe nicht, dass wir hier noch Regen kriegen.
Alter, für alle Leute von YouTube möchte ich hier gerade mal einen Kommentar vorlesen von Ronny. Der hat gerade geschrieben, wenn Daniel die Strecken fahren würde, hätte der Snake am ganzen Abend nichts zu trinken. Ja gut, dass Daniel diese Strecken nicht fährt. Obwohl, Daniel würde es auch zutrauen, hier dann, dass er mal umwirft oder so, was ein Trailer, wie wir vorhin gesehen haben. Ich glaube nämlich, der rot-weiße Trailer, das war ein Trailer von Daniel. Zwinker, zwinker. So, kleiner Sandsturm anscheinend. Wie sich das Ganze dann auch hier im Cockpit gleich verändert. Entweder der Sandsturm geht durchs Cockpit. Oder sind nur die Lichteinfälle. All die Lichtverhältnisse ändern sich ja auch bei solchen Sandstürmen massiv und dann wirkt natürlich das ganze Armaturenbrett auch von der Farbe her ganz anders dann. Ne? So, schaut mal. Road to Africa. Biegen Sie links ab. Ich glaube, wir sind angekommen hier. Wir biegen gleich links ab. Ich will mal auf der Karte gucken, ob wir genau beim Übergang sind. So, Weltkarte. Genau. Das war also jetzt der Road Connect. Und jetzt fahren wir noch das Stück bis nach Tripoli. Oh, der wartet auch. Und dann geht's jetzt nach Tripoli. Also, willkommen auf der Road to Africa von TerraMaps. Müssen wir mal gucken, wie schnell wir hier fahren. Also meine LKW sind sowieso alle immer bei 90 km/h abgeregelt. Nee, das Fenster sollte zu sein. Langsam dunkel. 19.30 Uhr haben wir schon. Ich schau mal. Wenn wir Glück haben, können wir uns mal an die Straße stellen. Können wir eine Runde schlafen nachher. Dass wir im Hellen dann wieder weiterfahren. Wir wollen ja alle was sehen. Von der Landschaft.
Demnächst biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. So, ist das die Autobahnauffahrt hier? Sieht so aus, ne? Kleiner Schrottplatz oder was auch immer das ist. Jetzt kommt noch ein bisschen Geschlängel hier durch die Berge anscheinend. Es ist ja zweispurig. Genau, gib du mal ein bisschen Gas. Gas. Jetzt kommt der nächste Sandsturm. Wir müssen den Sturm nutzen. Denn hier stehen zu bleiben, das wäre wahrscheinlich der größte Fehler bergauf, bis wir da wieder in Schwung kommen. Da wäre Hopfen und Malz verloren. So, dann sind wir schon in Tripoli. Da brauchen wir gar keine mehr Rast mehr einzulegen. In Tripoli geht es dann aufs Schiff drauf. Und dann mache ich auch den Break hier. Bringe ich dann noch mal einen zweiten Teil raus. Für die Leute von Twitch, die gerade dabei sind. Ich mache einen kurzen Break, starte den Stream dann neu. Und bin dann gleich wieder da. Nur zur Abgrenzung mit YouTube zum Hochladen. Dauert es halt einen ganz kurzen Moment.
Hier ruckelt es in Tripoli. Vermutlich zu viel Verkehr. Zu viel Beleuchtung gerade. Das ärgert mich. Vorne sehen wir auch schon die Schiffe. Da müssen wir hin. Verkehr die erste Ausfahrt. Nehmen Sie jetzt die Ausfahrt. Oh, Entschuldigung, muss man hier durch? Rechts ab. Biegen Sie rechts ab und dann fahren Sie geradeaus. Ja. Muss ich erst mal gucken, wo wir hin müssen. Fahre ich an dem rechts vorbei, dann komme ich natürlich nicht mehr raus. So. Da fahren wir mal. Ist das einer von DHL, der hier so quer parkt? Tatsache. Müssen wir denn hin? Wo haben wir unseren Trigger? Okay, ohne Anzeige, Trigger. So, ich bedanke mich, dass ihr mitgefahren seid. Mache jetzt eine kurze Unterbrechung für die Leute von Twitch. Für YouTube gibt es einen neuen
Teil dann der Strecke. Dann fahren wir nochmal von Neapel nach Palermo. Bis dahin, vielen Dank. Bis dann.